So, Video nicht umsonst gemacht. Also, Thomas Cook soll pleite sein. Und Urlauber oder Gäste werden in Hotels teilweise als Geiseln gehalten, weil die Leute Angst haben. So, jetzt gucke ich mal, habe ich noch. Nee, kein Kaffee mehr, ist leer. Und genauso geht es jetzt Thomas Cook. Thomas Cook ist eine Riesenreisegesellschaft. Die haben Flugzeuge, die haben Schiffe, beziehungsweise sie chartern die Schiffe. Und 600.000 Urlauber sind jetzt betroffen. Und die Hotelmanager in den Ländern teilweise in einem Hotel halten die oder haben, ich habe eben das Video gesehen, halten Gäste als Geiseln. Bevor sie nicht zahlen, kommen sie nicht raus, nicht rein oder kriegen ihren Zimmerschlüssel nicht. Also schon ziemlich heftig, weil die natürlich Angst haben, dass sie jetzt von Thomas Cook nicht bezahlt werden. Ein anderes Pärchen, die haben Angst, dass sie 8.000 Euro bezahlt haben und das Geld futsch ist und diese Reise über Thomas Cook gar nicht antreten können. Also 600.000 Urlauber sind betroffen. Seid ihr da drunter? Wenn ja, wisst ihr mehr? Wart ihr eine Geisel bereits in einem Hotel? Also ich finde das alles sehr, sehr haarsträubend.